Was ist hier los? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem KI-Kampf, in dem sich heute das Team Schwer, wie es zuletzt so treffend benannt wurde in den Kommentaren, nochmal beweisen darf. Spoiler ahead, Bär und Schwein haben zuletzt gegen Wolf und Richard gekämpft und sind extrem abgefertigt worden. Vor allen Dingen Richard ist komplett aufgedreht und hat einfach Konter rechts und links gelandet, mit seinen überlegenen Truppen sich easy durch alles durchgeschnetzelt, Belagerungstürme haben funktioniert, das war wild. So, und ja, dementsprechend, Bär und Schwein haben eine krachende Doppelniederlage hinnehmen müssen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Philipp E. hatte dieses Team ja vorgeschlagen und auch für mich schien auf dem Papier das so ungefähr als eins der stärksten Stufe 7 Teams, was man eigentlich in meinem Paket sich zusammenstellen könnte. Vermutung für mich war nach der Niederlage so ein bisschen, dass die sich einfach nicht gut ergänzen, weil sie halt quasi genau dasselbe machen. Wohingegen Wolf und Richard, Wolf hat eine krasse Eco, Richard hat krasse Truppen und in der Kombi haben die dann eben, ja, sich gut ergänzt. Bär und Schwein, beide schwerfällig, beide keine komplexen Armeen, beide mit dem Steinfokus in der Wirtschaft, also... Ja, wie gesagt, vielleicht ergänzen sie sich einfach nicht gut. Das überprüfen wir heute gegen Saladin und Emira. Vor allem Emira zuletzt für mich auch eine KI, die sehr schwach performt hat. Gerade dafür, dass sie initial, nachdem sie rausgekommen ist, eine ganze Zeit, eine ganze Reihe Kämpfe extrem dominant für sich entschieden hat und augenscheinlich die stärkste Stufe 3 KI war. Zuletzt, ja, bisschen schwach auf der Brust. Saladin, ja, auch mit ambivalenter Leistung. Also ich glaube, hier haben alle so ein bisschen... das Potenzial, beziehungsweise ein bisschen Kompensation zu leisten. Ja, so. Und dann schauen wir uns an. Genug gelabert. 4000 Gold auf Branching Fortunes. Wir gehen sofort rein. Und natürlich auch hier wieder die Frage, was für eine Burg baut der Bär? Und vor allen Dingen, wo stehen seine Tribocke? Die entscheiden natürlich maßgeblich darüber, wie gut er hier reinkesseln kann bei Saladin. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wo der seine Steinbrüche baut. Das hat Lord Hühnerfutter beim Erstellen der Karte sehr schön gemacht, wie ich finde. Weil diese Steinbrüche hier mit geringerer mit nicht allzu großer Priorität bebaut werden. Gut, Emira hat jetzt hier den ersten gesetzt, aber auch sie hat hier den ersten an der Front gesetzt, weil der näher am Keep dran ist. Und Saladin, gut, der hat erst einen, jawohl, das hier bleibt noch unbesetzt. Bin ich mal gespannt, ob Emira sich den vielleicht als nächstes snackt. Oder dann doch den hier. Ich würde jetzt auf den ersten Blick vermuten, dass der wahrscheinlich einen Schnuff näher dran ist. Jedenfalls verstärkt das natürlich nochmal das Gekloppe hier im Zentrum um die harten Ressourcen. Und ja, das, ja, man sieht es jetzt hier wunderbar. Saladin setzt auch den zweiten Steinbruch hier an der Front. Entblößt ihn also letztlich dem Bären. Sobald der seine Tribocke hat, wird er hier richtig loslegen können. Und ja... Das befeuert, ach, selbst der hier wird gebaut, bevor er sich hier unten den nimmt. Also ja, wirklich hier sehr, sehr starker Fokus ins Zentrum verlagert. Wenn dann hier was abgerissen wird und zum Beispiel hier Truppen in der Nähe stehen und die KI hier nichts bauen kann, dann wird Saladin, ja, in zweiter Reihe gewissermaßen hier diesen Steinbruch dann nachbauen. Aber ja, der initiale Fokus ist hier das Zentrum und das bedeutet ordentlich Gekloppe. Hier sind auch alle KIs relativ lahm unterwegs im Aufbau. Deswegen, genau, schalten wir einfach mal hoch. Hier haben übrigens auch alle Closest, bis aufs Schwein. Schwein mit Tagesschuss Gold. Schwierig für mich zu sagen, auf wen es hier gehen wird, wenn denn mal alle KIs wirklich im Saft stehen sollten. Dann haben sowohl Saladin als auch Emira das Potenzial, jede Menge Gold anzusparen, wenn die angreifen. Und deswegen schwierig zu sagen, was das Schwein machen wird. Aber, ja, das Bärchen... wird immer auf Saladin gehen, Saladin immer auf den Bären und Emira wird immer aufs Schwein gehen. Auch Emira so gesehen natürlich mit einer Konterpotenzial, wenn Saladin gerade ausrückt, Gold spart, das Schwein ihn angreift, Emira hier ausrückt. Gut, sind wieder einige Wenns, ne? Aber genau, wir schauen mal. An sich würde ich vermuten, dass hier auf dieser Karte die arabischen KIs sogar im Vorteil sind aufgrund der Nahrungsproduktion. Beziehungsweise, das stimmt natürlich nur so halb, weil auch der Bär hat Protoktion am Start. Auch der steht relativ autark, wirtschaftlich relativ stabil. Von meinem Gefühl ist es ja, her ist es ja immer so, dass die Nahrungsproduktion einfach, ja, das Rückgrat einer KI ist, weil sie im Zweifelsfall halt eben Nahrung permanent nachkaufen muss, wenn sie da nichts reinbekommt. Und das extrem krass das Gold drained,
Gold. wohingegen, ja, ein Turm, der nicht wieder aufgebaut werden, der wieder aufgebaut werden muss, der kostet halt einmalig Stein, bis er dann eben wieder abgerissen wird. Also, ja, deswegen, zumindest dem Schwein gegenüber, würde ich vermuten, dass die Emira auf dieser Karte überlegen ist. Hängt aber natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut das Schwein hier mit seinen Überfallaktionen austeilen kann. Auch das, ich meine, Emira hat nur Bogenschützen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier die Kolbis gut ins Hinterland kommen und auch ordentlich hier von den Farmen was abreißen. Aber die harten Ressourcen hier natürlich sehr viel entblößter, sehr viel schmackhafter für den Dicken. So, wir gehen nochmal ein bisschen nach oben. Hier passiert initial einfach noch nicht viel. Ich würde mal vermuten, dass Saladin als erstes ausrückt. Mal schauen, ob der Bär dann schon so weit ist. Saladin sammelt hier schon Raids. Das ist ganz glücklich für einen Bären. Hier ist ordentlich Gold draufgegangen. Schon mal für. Ja, und jetzt noch ein bisschen mehr. Immerhin den ersten Überfall vom Schwein abgewehrt. Sehr schön. Bärchen, ja, fängt es auch an, erste Armbrustschützen auszuheben. Sollte also gerüstet sein für den ersten Angriff. Nee, Emira rückt als erstes aus. Ah, gemeinsam mit Saladin. Okay. Wunderbar. Vielleicht haben sie auch aufeinander gewartet. Wir schauen uns das mal an. Das ist natürlich hier noch relativ ungefährlich. Schwein mit Advanced Defense Tactics hier. Schön die Holzgebäude so aufstellen, dass die Feuerballisten die eigenen Truppen abmurksen. Und Saladin, ja gut, hier stehen noch nicht viele Armbrustschützen. Aber das sollte doch reichen insgesamt. Schwein rückt jetzt auch aus. Geht wahrscheinlich, auf wen geht es? Sammelt sich hier sehr im Zentrum, kann sich glaube ich nicht entscheiden. Sieht aus nach Saladin, wie das hier aufgestellt wird. Aber nee, doch nicht. Schaltet doch auf Emira um. Keine schlechte Wahl an sich. Saladin steht jetzt soweit. Und ja, Emira sollte es auch gut abgewehrt bekommen. Oha. Der Turm ist in Reichweite des Tribox vom Bären. Wie dreckig ist das denn? Das könnte auf Dauer hier richtig teuer werden für Saladin. Ja, der Tribox trifft halt natürlich scheiße, aber ja, es reicht. Erster Turm weggekloppt. Das ist fies. Also hier Close Combat haben wir hier gerade. Das ist natürlich ein super GAU für Saladin. Gut, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Hatten wir jetzt so auch noch nie, glaube ich, in einem Kampf von mir. Ist vielleicht auch mal nett. Mal schauen, wie Saladin das weggesteckt bekommt. So furchtbar gut trifft der Tribok ja nicht. Aber ja, auf Dauer könnte das natürlich enorme Kosten verursachen. So viele Einheiten, wie Saladin dann jedes Mal verliert. Wer jetzt mit dem ersten Angriff? Hat hier seine Buddelpikiniere am Start, die er nur kauft. Die Schwertkämpfer noch nicht besonders zahlreich, aber ja, Schwein schlägt hinten rein. Und Saladin rückt zum Gegenangriff aus. Kriegt immerhin dadurch den Überfall vom Schwein gut abgewehrt. Die Schwertkämpfer, ja, machen hier natürlich nicht viel. Und Emira rückt aus. Denn das Schwein, können wir vorstellen, dass das ebenfalls gleich ausrückt. Sieht aber so aus, als würde es selbst dann noch auf ein Arca-Match halbwegs hinauslaufen. Feuerballisten, sehr schön, kriegen hier die Mangel sofort geklärt und widmen sich ausnahmsweise mal auch Einheiten. Hier den Kolbis, da oben den Armbrustschützen. Gehen nicht auf die Steinbrüche, extrem erstaunlich, aber gut. So, das Schwein rückt tatsächlich aus. Auf wen geht der Dicke jetzt? Saladin hat trotzdem mehr Gold als die Emira. Also, ja, Emira ist vom Konter auch sicher. Aber ja, das sind nicht genug Truppen. Da kommt noch nichts durch. Aber das Timing ist schon mal potenziell pervers. Saladins Angriff derweil wurde hier auch komplett abgefertigt. Und der muss jetzt direkt hier den nächsten Angriff tanken. Ja, hier oben beim Schwein. Ja, da ist quasi nichts mehr passiert. Ein paar Einheiten hat es eingebüßt, aber an sich. Jo, Emira mit 4000 Gold jetzt, die kann sofort wieder sich hochrekrutieren und wahrscheinlich so ungefähr komplett flüssig den nächsten Angriff rausbringen. Saladin, ja, kriegt es dann auch ganz gut weggesteckt. Der Turm, hab nicht im Blick, ich meine, so wie die Steine hier landen, könnte sein, dass das immer noch derselbe Turm ist, also der zweite, den Saladin jetzt hier setzen musste. Wirklich sein Glück. Vielleicht ist das hier auch so krass, ich glaube, das ist ziemlich auf Kante hier in Reichweite nur. Das Tribox könnte sein, dass das sein Trefferpotenzial weiter einschränkt. Obwohl jetzt rotes Leben. Ja, und da fällt er auch schon wieder. Naja, also er kriegt den auf jeden Fall hier regelmäßig zerstört. Saladin setzt ihn jetzt direkt nach. Aber gerade keine Einheiten drauf. Und jetzt kommt das Bärchen hier raus. Kriegt aber die
Angriffstriebocke abgewehrt. Emira rückt sofort wieder aus. Schwein ist noch nicht so weit. Das braucht noch mindestens bis 250 Truppen. Saladin zum Gegenangriff hier. Geht in den Nahkampf. Die Schwertkämpfer, ja, einfach zu wenige gegen die Feuerwerfer noch. Aber auch die Arabischen machen hier natürlich wenig. Emira klopft wieder beim Schwein. Wirklich sehr dankbar für das Dickerchen hier. Emira kommt immer relativ frontal hier auf die Burg drauf. Wenn man sich das hier anguckt, ist das immer eher seitlich, wie die sich gegenseitig hier angehen. Ja, beide Angriffe haben sich komplett in Wohlgefallen aufgelöst. Da passiert nicht mehr viel. Das Schwein müsste jetzt als nächstes ausrücken. Hat jetzt hier noch ein Gut sozusagen. Hier nochmal ein bisschen nach oben. Die Burg vom Schwein, ja, ist auch relativ gut, würde ich sagen. Selbst wenn hier an der Seite der Durchbruch ist, ist das eine von seinen zwei Burgen, wo hier so nach innen verlagert der Turm steht. Und der gibt dann nochmal einiges Tankpotenzial. Gerade weil hier unten alles mit Mörderlöchern ausgekleistert ist. Ja, Miss Saladin kriegt hier wirklich jeden einzelnen Angriff ab. Auch wieder hier der Turm eingerissen. Schwein, ja, buddelt vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt. Aber an der Front alles hier eingebüßt an Türmen. Und Saladin direkt zum Gegenschlag. Hat hier ein Tor und drei Türme verloren. Aber das hält ihn nicht davon ab, offensiv aktiv zu werden. Auch die Mira rückt jetzt aus zu einem gefährlichen Kontertiming fürs Schwein. Und auch der Bär rückt aus. Und das ist vor allen Dingen jetzt für Saladin sehr, sehr gefährlich, glaube ich. Der hat hier immer noch nicht seinen Turm. Der Feuerwerfer steht hier zum Glück noch. Jetzt setzt er auch diesen Turm hier nach. Das Schwein fühlt sich bedroht. Ist die Frage, ob Emira hier ansatzweise rechtzeitig reinkommt. Weil, wie gesagt, sie geht hier sehr doll auf die Front. Sieht gerade nicht danach aus, als würde sie hier wirklich eine Gefahr fürs Schwein darstellen. Gerade jetzt die ganzen Armbrustschützen, die der Dicke nachrekrutiert hat. Ich glaube, da vertut sich das Schwein. Jetzt ist hier an der Seite offen, abgewandt von der Emira. Also, ja, das ist merkwürdig. Aber, ja, erste Bedrohung hier. Und Saladin, der wird jetzt hier richtig rangenommen gerade. Wieder alle Türme hier eingebüßt. Auch er muss jetzt hier wieder Doppelangriff tanken. Das tut einfach saumäßig weh, wenn die KI mit Closest und die KI mit Gold auf ihn geht. Emira kann jetzt immerhin auch jede Menge Gold ansparen. Das sind noch einige Schwertkämpfer. Ich meine, hier ist an der Front alles zugekleistert. Weil ich weiß, wie man eine faire KI erstellt. Aber ich würde vermuten, obwohl, die haben echt noch relativ viel Leben, ne? Beißen sich jetzt hier überall fest. Emira kommt zum Ausbuddeln hinten rein. Und hilft es hier eventuell ein bisschen. Hier müsste jetzt gleich der Durchbruch sein. Das heißt, die Schwertkämpfer schalten jetzt um und Saladin kann sich da mal drum kümmern. Aber das ist die Frage. Doch, ja, okay, das kriegt er hier sehr gut. Sehr gut noch abgewehrt. Ah ja, jetzt stehen die hier immer noch rum. Kriegt die hier wirklich kaum bekümmert. Jetzt kommen mal hier die Sorties raus, aber ignorieren hier die Schwertkämpfer. Er kann hier die Türme nicht nachsetzen, während die hier klopfen. Immerhin seine Wirtschaft läuft weiter. Naja, gut. Wir können wieder mit der Geschwindigkeit ein bisschen nach oben gehen. Haben auch schon gerade gesehen in den Zahlen. Bär mit gewohnt absurden Goldwerten. Also, dem geht's wunderbar. Fühlt sich bisher nicht unter Druck gesetzt von Saladin. Mein Gott, ist das annoying! Was denn hier los? Kannst du mal bitte die spawnen oder weiß ich nicht was? Muss der sich jetzt hier echt... Ja, okay, jetzt wird er hier flambiert. Danke. Jetzt hat Emira ihre Truppen hier in den Weg gestellt, damit Saladin seinen Turm nicht bauen kann. Es ist herrlich. Es ist wunderbar. Immer in dem Turm geht es hier erstaunlich gut. Tribok schießt anscheinend gerade auf irgendein anderes Ziel. Aber das nehmen wir natürlich gerne so hin. Saladin muss jetzt gerade erstmal genug einstecken. Ach mein Gott, Emira. Also wirklich nutzlos. So, aber vielleicht eine Offensive nicht nutzlos. Nächster Angriff. Auch das Schwein rückt aus. Sie kontern sich jetzt hier gegenseitig. Emira putzt jetzt gut was weg, aber wenn die sich jetzt nicht bedroht fühlt, obwohl hier zur Seite hat eine starke Burg gewählt, kriegt das hier, glaube ich, doch gut abgewehrt. Auf der anderen Seite jetzt hier wieder der Durchbruch, aber die Truppen wollen ja gar nicht. Hä? Was war denn hier los? Die haben sich irgendwie auch wieder gefühlt schnell aufgelöst. Und auch hier gibt es jetzt wieder das nächste Ackermatch. Bär kriegt 5 Tribocke aufgestellt, aber 3 sofort wieder eingerissen. Hat immerhin ja auch den Turm ersetzen können. Hat jetzt natürlich wieder gar keine Angriffstruppen am Start. Kesselt jetzt hier selber gut mit den Mang rein. Aber die Angriffe vom Bären bisher sehr, sehr gefährlich gegen ihn. Ja, jetzt zündelt hier das Feuer.
Der Feuerwerfer hier steht natürlich auch pervers. Ja. Saladin hat ja schon wieder angefangen zu rekrutieren. Hier stehen erste Horse Archer. Ja, sieht danach aus. Auch das Schwein sticht hinterher. Und startet Überfallkommandos hier. Aber das kriegt Saladin gut abgewehrt. Eieiei, wie die sich hier festbeißen an der Seite. Saladin hat noch nicht so richtig viele Truppen wieder. Jetzt ist hier der Durchbruch. Da kommen die Schwertkämpfer rein. Alter, wie hier die arabischen Schwertkämpfer gelöscht werden einfach. Ja, aber das reicht trotzdem nicht mehr. Oh, wie Saladin jedes Mal hier eingedrückt wird. Es ist brutal. Und Schwein geht trotzdem auf ihn. Ja, er hatte einfach noch Gold von seinem Angriff. Gut, das bedeutet immerhin, dass er das ganz gut tanken kann. Emira. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommt. Halte ich mal hier so ein bisschen im Blick. Ihre Truppenzahlen für den nächsten Angriff. Schweinchen. Attack for Space von 90. Ich denke, so an die 400 Truppen wird das jetzt mit dem nächsten Angriff wahrscheinlich schon brauchen. Gucken wir auch da mal. Emira ist noch mit den Truppenzahlen leicht überlegen. Schwein hat hier scheinbar auch Probleme, das Gold reinzukriegen. Bär hat sich hier hinten beide Steinbrüche gesnackt. Und hier an der Front ist natürlich mit den Patrouillen von Emira immer einiges Geraffel am Start. Da kann es nicht so richtig unbedarft hier. Naja, da steht zum Beispiel ein Steinbruch komplett vollgelaufen, quasi still. So, Schweinchen rückt wieder aus. Auf wen geht es? Und parallel rückt die Emira aus. Oh, weh, oh, weh. Und das Schwein geht auf Saladin. Emira hat jetzt, glaube ich, die bisher beste Konterchance hier. Da sind wir mal sehr gespannt. Die Feuerballisten schießen hier schon schön von der Seite rein. Schwein geht jetzt hier auf die Armee der Emira. Vielleicht gar nicht verkehrt, kann es schon mal ein bisschen ausdünnen und ist gegen den Konter weniger anfällig. Saladin steht gerade gut. Wie viel Truppen hat der Knabe? 330, der wird auch noch brauchen. Hat auch Attack for Space von 90, bis der rauskommt. Der sollte hier relativ sicher sein, auch wenn das natürlich hier wieder einigen wirtschaftlichen Damage bedeutet. Wenn jetzt hier die Pikiniere ankommen. Aber das ist jetzt hier vor allen Dingen gefährlich für das Schweinchen. Wie geht's dem Torhaus? Das ist quasi kaputt. Hier dem Torhaus, dem geht's noch gut. Und jetzt kommen hier die Pikiniere, reißen das sofort ein. Jawohl. Alle Truppen schalten um. Wie gesagt, hier liegt einiges an Mörderlöchern. Die Pikiniere. Oh, hier liegt gar nichts an Mörderlöchern. Hä, ich habe ja komplett gelogen. Was denn hier los? Sind jetzt hier auch schön in Sichtweite, von wegen das hilft als Tank-Potenzial. Kommt hier gut auf den Turm drauf. Das Schweinchen kämpft. Ja, muss jetzt einen Hauen mit drauf, aber Emira schlachtet es. Okay. Schenk dem Schwein das Leben. Bitte. Ja, gut, also. Nachricht der Emira. Ich habe die Dinge selbst in die Hand genommen. Ein weiterer Feind fällt vor meinen Armeen. Es sieht nach wie vor nach ausgleichender Gerechtigkeit aus. Das Schwein, was zuletzt, bis zum letzten Kampf, so extrem gut performt hat. Ja. Muss jetzt hier die zweite Niederlage hinnehmen. Bär muss sich jetzt wieder im 1 gegen 2 gegen Saladin und Emira behaupten. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich rieche, dass Saladin jetzt hier gleich ausrückt und Bär Tor und Tür öffnet. 6 Tribocke, die jetzt hier gerade drauf schallern. Bär kommt mit seinen Schwertkämpfern nach vorne. 2 Türme schon ausgeschaltet. Überall ordentlich Flammen am Start, aber auch ordentlich Schwertkämpfer am Start. Und jetzt ist hier gerade kein Feuerwerfer mehr. Die Pferde sind auf der Mauer. Okay, interessant. Schießen von da oben runter. Bär kommt an der Seite durch. Aber Saladin kriegt das geklärt. Holy shit, wie der hier eingerissen wird jedes Mal. Die Tribocke, alle 6 Feuer noch. Ich meine, 7. Also, ja, Bär ungerecht in diesem Match mit maximal 8 Belagerungsgeräten, obwohl er eigentlich nur 7 hat. Frech. Ja, gut, okay, Saladin hat es doch ganz gut weggesteckt bekommen. Wie viele Truppen hat er noch? Aber der hat ordentlich verloren. Der hat ordentlich verloren. Emira muss jetzt ihm hier helfen. Bär mit 27.000 Gold. Die muss jetzt hier, ja, ebenfalls ein bisschen Offensivdruck gegen das Bärchen anbringen. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, ne? Die Positionierung spielt hier natürlich eine wichtige Rolle. Wäre jetzt ein Bär auf die Emira gegangen, ja, wäre das ganz anders ausgegangen. Letztes Mal das Gleiche mit
Richard und Wolf. Also wenn Bär dann halt auf Richard geht, den kriegt er natürlich ziemlich schnell klein. Also, ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem so insgesamt am gerechtesten. Emira kommt hier sehr gut rein. Von der Seite. Ich meine, Bär schnetzelt sie komplett in Grund und Boden, aber schon mal hier eine erste Bescheidmeldung. Natürlich auch wieder in Satz für Saladin. Der konnte jetzt schön sammeln. Müsste ja bei knapp 500 Truppen auch rauskommen, wenn ich das hier richtig einschätze. Also, die hat auch ordentlich Gold ansammeln können. Kann jetzt sofort wieder sich hochrekrutieren. 450 Truppen hatte sie jetzt, glaube ich, bei der Offensive. Saladin müsste jetzt auch einfach so langsam seine Horse Archer maximieren. Wobei, ich glaube, einen Angriff braucht er vielleicht noch. Wie stehen denn hier die Mang? Zwei Mang sind hier denen zugewandt. Das kann sehr gefährlich sein. Saladin sammelt deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Naja, nicht deutlich, aber ja, alle Horse Archer sind das, glaube ich, noch nicht. Aber die können hier schon ganz gut trotzdem ihren Schaden, glaube ich, anbringen. Jeder Armbrustschütze, der fällt. Jetzt hier sogar beide Türme an der Seite eingerissen. Das tut den arabischen Schwertkämpfern sehr gut. Das Steingewitter allerdings nicht. Ja, wie das dann hier letzten Endes ausgeht, ist natürlich völlig klar. Saladin da nicht mit Killpotenzial bisher. Dafür auch noch nicht doll genug eingeschlossen, das Bärchen. Hat aber jetzt ein bisschen Gold, kann sich sofort wieder hochrekrutieren. Bär, jo, ordentlich Gold eingebüßt. Der hatte eben schon 23.000, jetzt bei 16. Auch ihm fängt das jetzt hier langsam an, Kosten zu verursachen, die Offensiven. Emira setzt sofort hinterher. Die Konterkönigin einfach. Wieder hier mit dem Potenzial, die nächste KI aus dem Spiel zu nehmen und auszukontern. Ist aber hier so ein halbes Ackermatch. Bär nimmt einige Truppen mit von der Emira. Aber sie geht hier sehr schlau so ein bisschen außenrum, klopft jetzt hier auf das Torhaus drauf. Nicht nur, dass das der Armee vom Bären abgewandt ist. Die entgeht natürlich auch doll hier den Mang. Jetzt ist sie hier drin. Die Truppen schalten um. Hier stehen aber jede Menge Schwertkämpfer. Und der Bär hat einen starken Lord. Reicht das hier schon? Jo, den hat sie ja komplett weggeschnetzelt. Okay. Die Stufe 3 KI ist hier wieder. Aber bedenkt, auch über euch wird eines Tages gerichtet werden. Emira, sehr, sehr schön. Mit dem Doppelkill. Saladin, muss man sagen, hat natürlich getankt wie Sau. Trotzdem Bär mehr. Getötete feindliche Truppen, ja. Bär mit deutlich mehr hier. Knapp 3000, holy shit. Hat der so viele Truppen von Saladin weggeschnetzelt. Auch mit dem Tribok immer wieder wahrscheinlich rausgenommen. Und Saladin kommt natürlich auch mit dicken Massen an. Wir schauen mal in die erstellten Truppen. Ja, okay, gut. Das sind fast deckungsgleich hier. 2950, 2916. Also, das wird wohl der Großteil gewesen sein. Okay, Schwein und Bär mit der nächsten Niederlage. Moment, ich schaue jetzt hier nochmal rein. Jo. Also, da scheint der Bär auf jeden Fall. 198 zerstörte feindliche Gebäude. Das tut weh. Bei Nahrung. Jo, die arabischen KIs vorne. Aber wie gesagt, gefühlt hat die Karte die arabischen KIs auch bevorteilt. Ja, trotzdem, verrückt. Also, die nächste Niederlage hier für Team Schwer, hätte ich nicht gedacht. Aber ist natürlich völlig klar, wir machen jetzt nochmal ein Rückspiel. Wie gewohnt auf Grumpy Neighbors. Saladin und Bär an der Front zum Tanken. Bär, ja, kriegt jetzt halt natürlich den Doppeldruck ab von Emira und Saladin. Es ist mit den Target Choices immer ein bisschen schwierig. Kann man jetzt schwierig sagen, ob das ein Vor- oder Nachteil für das europäische Team ist, weil Bär kann das natürlich viel besser tanken als das Schwein. Und das Schwein ist komplett unbedrängt jetzt. Also ein bisschen wie Emira eben, wird dem Schwein die Aufgabe zukommen, hier die Konter zu landen und eventuell ja, die KIs rauszunehmen, die gerade den Bären beackern. Ja, wir schauen einfach mal, wie das ausgeht. 4000 Gold, wir gehen sofort wieder rein. Und drehen sofort auch die Geschwindigkeit wieder einen Schnuff nach oben. Brauchen hier alle länger, bis sie stehen. Also, dass Saladin da gegenhalten konnte im letzten Spiel, gerade dann noch gegen den Tribok-Pressure vom Bärchen. Bärchen baut wieder Burg 3. Ja, macht jetzt ernst hier, wie gesagt. Vermuteterweise die defensiv zumindest stärkste Burg vom Bären.
Hat einfach hier die beiden Torhäuser sehr weit zurückgelagert. Selbst wenn man hier um die Seite kommt, muss man einmal komplett um die Burg drumherum. Und das hier ist dem Schwein zugewandt. Das hier durch eine Zugbrücke geschützt. Also ja, defensiv eine sehr, sehr starke Burg von ihm. Er hat ja keine Doppelringe oder dergleichen. Also sein Tankpotenzial ist ja sehr eindeutig, aber auch sehr simpel. Ja, Schweinchen. Im letzten Spiel hat es nichts gebracht, dass es hier hinten sich so pudelwohl gefühlt hat. Also, da hat Team Schwer trotzdem verloren. Wo sich natürlich auch hier die Vermutung ein bisschen stellt. Oh, Saladin baut dieselbe Burg nochmal. Okay. Auch hier die Vermutung stellt, wie gut die sich denn hier ergänzen, Saladin und Emira. Ja, wahrscheinlich sehr gut, ne? Saladin hat die Sonderposten als Markenzeichen. Mit seinen Horse Archern als Patrol Unit. Eine sehr besondere Armee in meinem Paket. Emira, super stumpf. Einfach auf Main und gib ihm. Also sie bringt den Nahkampf-Punch mit. Saladin räumt unter Umständen die feindlichen Bogen, ob er dazu kommt. Gut, eben ist er auch so halb dazu gekommen. Die waren auf jeden Fall noch nicht maximal, die Horse Archer. Da hätte er noch einen Angriff gebraucht. Ist bei feindlichen KIs mit Burggraben dauert das natürlich immer ein bisschen länger, weil er dann auch nochmal die Buddeltruppen dazu bekommt als Sonderposten. Aber ja, das Schwein hier mit einem ersten Überfall. Oh, kriegt sogar was abgerissen. Aber gut, ich weiß nicht, ob das jetzt hier 20 Kolbis wert war. ja, also auch Saladin konnte da schon gut Schaden verursachen. Aber ja, die müssen halt hier eben gemeinsam kommen. Oh, was sie jetzt mit dem ersten Angriff auch direkt so ein bisschen machen. Aber das reicht natürlich noch nicht. Bär hat hier schon die Armbrustschützen am Start und teilt ordentlich aus. Da passiert noch nicht viel. Auch die arabischen Schwertis von Saladin, gut, die kommen nicht mal an die Mauer ran. Ja, das verwundert niemanden. So, Schweinchen mit der ersten Offensive sofort hinten rein. Geht, ja, auf wen geht es denn? Ja, auf die Mira, wie es scheint. Aber auch das Schwein macht da wenig. Gegen die Kolbis sind Bogenschützen ja gut zu gebrauchen. 15 Schüsse brauchen sie. Mira mit leichtem Angstfaktor. Jetzt gerade ganz frisch mit 2er Angstfaktor. Ich glaube, bei der Burg hat sie einen 3er. 15% mehr Schaden. Ja, also keine Ahnung. Irgendwie 14, 13 Pfeile vielleicht, die sie dann braucht. Gegen die Kolbis. So viel macht das, glaube ich, nicht aus. Bär, ja, kommt hier wieder schräg angelaufen. Zuletzt hatte Wolf hier seine Brecher Bärenburg gebaut und hat die Schwertkämpfer komplett aus dem Leben geschallert mit den Mang. Saladin hier natürlich auch mit 2, 3 Mang an der Front. Also, ihm könnte hier Ähnliches blühen. Aber schauen wir mal, die harten Ressourcen hier einfach sehr viel sicherer. Und ja, das kommt natürlich vor allem den europäischen KIs zugute. Ich glaube, es sind zwei ganz gute Karten immer für Hin- und Rückspiel. Branching Fortunes von Hühnerfutter hat einfach richtig viel Action, richtig viel Leben am Start. Hier alles ein bisschen defensiver. Gibt den KIs nochmal ein bisschen besser die Möglichkeit, ins Late Game zu kommen und wirklich mit voller Power dann zuzuschlagen. Ja, und auch die Verteilung der Ressourcen bei Hühnerfutter auf der Karte. Sehr schön sichere Farmen. Hier auch zum Teil, aber vor allen Dingen sichere, harte Ressourcen. Wenn auch aufgeteilterweise. Da ist der Bär natürlich ein bisschen gedeckelt hier auf der Karte, muss man sagen, ne? Er hat maximal 5 Steinbrüche, hier nur 4. Und selbst die sind natürlich, wenn er hier tanken muss an der Front, sehr undankbar verteilt. Also, ja. Er profitiert ja wahrscheinlich noch am wenigsten von der anderen Karte. Von den europäischen KIs. Ein Wolf oder so fühlt sich auch hier pudelwohl, weil er eben nur 3 Steinbrüche hat. Und mit dem negativen Angstfaktor und dem Eisen dann hier eher noch das Gold rausholen kann. Partie läuft jetzt auch schon eine ganze Weile hier auf hoher Geschwindigkeit. Aber bisher, doch, jetzt Saladin und Bär zu Ackermatch. Saladin wird natürlich komplett abgefertigt. Ja, ist jetzt die Frage, wie viele von den Nahkampftruppen bei Saladin ankommen. Weil, ja, von Saladins Truppen kommen jedenfalls keine an. Emira rückt auch aus, sehe ich gerade schon. Aber auch das sind einfach zu wenige Einheiten noch. Das wird noch nicht reichen, um bei Saladin durchzubrechen. Emira, ja, wieder ein hübsches Konter-Timing. Auch das wird noch nicht reichen beim Bären, aber gib ihr noch 2, 3 Angriffe Zeit. Wer weiß.
Na gut, hier wenigstens ein Pikinier, der sich mal ein bisschen in die Mauer gebissen hat. Burggraben immerhin gefühlt komplett ausgehoben. Schwein rückt wieder aus. Auf wen will es gehen? Auf Saladin auf jeden Fall. Der hat ordentlich Gold. Die gefürchteten Bockies werden jetzt natürlich auch zahlreicher. Hier sind schon mal zwei am Start. Erster Turm fällt, zweiter Turm fällt, dritter Turm, ja, wird auch fallen. Oh, das tut so weh, diese Exposed Tower 5 hier. Das ist einfach enorm schmerzhaft. Aber Saladin kriegt das hier gerade noch weggesteckt. Er hat ja viel Gold, ne? Irgendwas muss das ja ausgeben. Und dann eben hier für Defensivstrukturen. Wir gehen nochmal ein bisschen nach oben. Ich glaube, Speed-Up lohnt sich noch nicht. Schwein hat hier eine sehr schöne kleine knotige Burg wiedergebaut. Ist das dieselbe oder ist das die andere Burg, wo er... Kommt mir hier noch kleiner vor als die letzte. Auch mit dem frontalen Tor ist hier. Ich glaube, das ist die Burg, die es in der Trail-Mission hat. Schwach, falsch, dick, böse. Die musste sehr klein sein nach der Überarbeitung. Ja, Saladin, nächste Offensive, löst hier vor allen Dingen Mörderlöcher aus, macht ansonsten nichts, gar nichts. Oh, aber auch Bär hat hier im Ackermatch quasi seine gesamte Armee wieder verloren. Und Emira kommt sofort hinterher, Bär nur mit 6000 Gold, ist hier wirklich sehr doll unter Druck. Schwein auch noch nicht mit Goldreserven hier so wirklich am Start, rückt jetzt zum nächsten Angriff aus. Geht auch auf Saladin, der hat natürlich auch gerade eben erst angegriffen. Da fallen wieder die Tower 5 extrem problemlos. Aber die Armee reicht dann doch nicht, um hier wirklich was zu machen. Hier, das Tor ist schon angepiekst von Emira, wie es scheint. Alle KIs mit ordentlich Gold. Alle KIs gerade angegriffen. Ja, dementsprechend, ich würde sagen, einen kurzen ersten Zeitraffer setzen wir schon mal. Bärchen versucht abermals sein Glück, hat hier 5 Tribocker aufgebaut bekommen. Inzwischen schießt nur noch einer. Immerhin 3 der abgerissenen Tribocker haben ein paar Steine rausbekommen. Und der kriegt auch einige raus, aber... Ja, ist crazy. Macht nicht ansatzweise so viel Schaden wie das Schwein mit seinen Bockies. Wie lange ich wirklich Ramböcke nicht als relevante Belagerungswaffe auf dem Schirm hatte, habe ich wirklich erst sehr, sehr spät gemerkt, wie krass... das vor allen Dingen auch gegen KIs sein kann. Oder wie gut das für KIs funktioniert, weil ja, die sich eben nicht verbuggen können. Weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte. Hatte ich es doch schon mal erwähnt. Ich glaube, böse Tat? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hatte das mal festgestellt, dass die Bockies einfach sich niemals verbuggen können. Und das halt natürlich ein Riesenvorteil ist für eine KI, die sich potenziell ständig gerne verbuggt. Oh, und Emira lässt sich jetzt hier ständig gerne auskontern, wie das aussieht. Oh, oh. Rückt aus, während das Schwein noch mitten in der Belagerung ist und sich jetzt hier auch durchgeboxt hat. Die Sorties sind irgendwo unterwegs. Jetzt kommen hier die Pikeniere an. Sie rückt mit ihren Sorties hier entgegen, kommt noch rechtzeitig zum Pennerhof, um hier ordentlich was abzufangen und tatsächlich den Angriff abzuwehren vom Schwein. Uff, das war richtig gefährlich. Rückt jetzt gegen den Bären aus, der selber gerade erst angegriffen hat. Hier ist noch nicht wieder wirklich was auf dem Keep am Start. Kommt aber so frontal, obwohl sie mit Saladin zusammen hier unterwegs ist. Ja, die Burg ist einfach sautanky. Man sieht das hier schon, wie viele Truppen hier gebraucht würden, um hier hinten durchs Tor zu kommen. Das hat noch keine einzige Nahkampfeinheit hier gesehen. Und auch die Buddeltruppen, gut, immerhin tanken die Pikeniere jetzt ein bisschen Amos-Bolzen. Aber ja, an sich stehen die hier nur rum und machen nichts, gar nichts. Ist schwer zu sagen, wie sehr das jetzt hier den Bären wirtschaftlich wirklich bedrängt gerade. Er hat trotzdem 8000 Gold. Mehr als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Aber ja, vielleicht kriegen sie hier immerhin mal einen Turm. Obwohl, selbst das wird noch knapp. Aber vielleicht nicht verkehrt, ne? Dann ist der halt angeknackst für das nächste. Für das nächste Mal, für den nächsten Versuch. So, Emira jetzt hier nur noch mit ihren Backups. Die sollten jetzt jeden Augenblick die Belagerung abbrechen. Außer hier laufen noch irgendwo. Ah, jo, hier laufen noch Einheiten rum. Okay. Dann sammelt sie jetzt natürlich weiter Gold. Das Schweinchen, ja, hat jetzt auch langsam so ein bisschen sowas wie eine Goldreserve. Uff, Emira hat wirklich gar nichts hier. Obwohl ihre Belagerung noch in vollem Gange ist. Gerade erst kratzt sie an den 2000 Gold. Ich glaube, die Belagerung vom Schwein hat sich dann jetzt hier doch sehr bemerkbar gemacht. Der Turm hier hinten auch sehr angeknackst. Hat auf jeden Fall auch eine schwächere Burg gewählt als zuletzt. Jetzt werden hier die Backups abgeschlachtet.
Wenigstens ein paar ziehen sich hier noch zurück. Und sie kann wieder anfangen zu rekrutieren. Jawohl, immerhin bei den 3000 Gold jetzt gewesen. Saladin schon wieder in vollem Gange. Bei 4000 Gold noch. Bär, ja, legt jetzt auch langsam wieder los. Also dieses Match wirkt auf jeden Fall wesentlich ausgeglichener bisher. Bin sehr gespannt, ob hier Team Schwer mal ein Comeback landen kann. Weil also zwei Doppelniederlagen hintereinander hinzunehmen, das wär hart. Das würde wehtun. Vielleicht lasse ich sie dann auch nochmal gegen Inqui und Richard antreten. Das wäre natürlich eine Option, weil das auf jeden Fall auch ein sehr dünnhäutiges Team ist und die sich auch die Target Choice nicht teilen. Und das wäre dann hier vielleicht gerechter. Aber gut, immerhin, auf so einer Karte wie Branching Fortunes haben die halt das Potenzial, überhaupt sich das Ziel zu teilen. Saladin und Emira sind dann eine ganze Weile auf sich gestellt. Aber gut, es hat trotzdem für sie gereicht. Force Archer, ja, wie viele mögen das gewesen sein? 80, 90 vielleicht. Ich würde sagen, in zwei Angriffen hat Saladin die komplett. Dann kann er hier auch mal ein bisschen was machen. Sind schon ein bisschen angeknackst hier, die Armbrustschützen, aber das ist noch nicht wirklich der Rede wert. Und entsprechend, die arabischen Schwertkämpfer machen auch nix, gar nix. Na gut, ein paar Tribocke nehmen sie vielleicht mit. Aber selbst das ist schon kritisch. Gut, ja, netter Angriff von Saladin. Wie viel Gold hat er angesammelt? Ah, 5000 immerhin. Dafür, dass der so schnell vorbei war wieder, der Angriff. Ah, gar nicht schlecht. Da fängt er wieder an zu rekrutieren. Bisher noch nicht. Doch, jetzt legt er los. Da stehen die Pferdchen wieder. Das ist gut, denn das Schweinchen rückt zur nächsten Offensive an. Der muss jetzt hier ordentlich loslegen. Die rote Flut. Inzwischen wirklich sehr zahlreich. Und die Bockies, ja, schlachten wieder saftig drauf los. Dem Thors geht es jetzt hier auch an den Kragen. Also das Schwein hat einfach so krasses Potenzial, sich durch die Bogen durchzuboxen. Hat es hier den Durchbruch geschafft, aber Saladin kriegt das sehr gut abgewehrt. Läuft allerdings durch sein eigenes Feuer. Das ist Mittelschau. Oh Gott! Der Bär! Ja, das ist wirklich bedenklich. Der Bär kommt mit der ganzen Masse Schwertkämpfer hinterher. Aber hier hinten steht der Feuerwerfer und macht die Todesfeuergasse. Reicht das? Es ist brachialer Schaden. Hier oben steht auch noch einer. Kriegt Saladin das verteidigt? Ich glaub's nicht. Er kriegt das wirklich verteidigt. Nein, die sind ausgerückt. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so viel Feuer war. Die sind ausgerückt gerade und standen hier auf dem Boden und haben hierhin gefeuert, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Feuerwerfer hat hier eigentlich schon fast gereicht. Uff, also diese Feuergas... Nee, hier steht wirklich noch einer. Ja, aber nur einer. Ich glaube, hier haben eben von unten trotzdem die anderen beiden noch mitgeschossen. Deswegen sind die dann so speziell schnell geschmolzen. Aber gut, Saladin hat enorm eingebüßt. Der hat gar keine Truppen mehr, kein Gold mehr und auch keine Burg mehr. Eigentlich. Die Tribocke feuern immer noch vom Bären. Belagerung läuft hier also offiziell noch. Die Sklaven fangen schon wieder emsig an, hier auszubuddeln. Gut, immerhin den nächsten Angriff vom Schwein wird er wahrscheinlich nicht tanken müssen, wa? Jetzt Emira mit dem Counter-Timing hier wieder. Der Bär feuert immer noch. Er feuert immer noch, die Belagerung läuft noch. Die Ritter stehen hier einfach noch. Ich glaube, weil die Burg offen ist, das sind die Siege-Steff-Ritter. Ja, halten die hier die Belagerung aufrecht. Und Emira nutzt hier das Timing vielleicht. Jetzt bricht Bär die Belagerung ab und zieht sich zurück. Fängt an, wieder auszubilden. Gerade noch rechtzeitig vielleicht. Emira kommt hier wieder gut rein. Fängt an, hier alles auszubuddeln. Ja, aber das sollte nicht reichen. Bär ist eigentlich jetzt schon wieder sicher gegen ihre Truppen. Das glaube ich nicht, dass sie hier irgendwas wird ausrichten können. Wie geht's dem Türmchen? Ja, rotes Leben, aber die Buddel-Einheiten tanken inzwischen schon wieder nur noch. Ah, kriegt sie den Turm noch eingerissen? Jo, kriegt sie. Immerhin ein bisschen Schaden. Wobei, wäre auch nicht verkehrt gewesen, wenn sie sich den aufgespart hätte. In der Seite jetzt mal fast sowas wie ein Durchbruch. Aber auch hier, Bär steht da noch sehr, sehr gut. Uff, also Saladin... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat ja wirklich... Der hat ja gar nichts mehr. Die Steinbrüche
Ja, werden jetzt hier fleißig bekümmert von den Ochsenjochen. Sollte jetzt gleich die ersten Lieferungen hier wieder reinbekommen. Und dann kann er sich vielleicht mal hier ein bisschen wieder aufbauen. Zieht erstmal die Welle. Das ist mittelschlau. Gib das doch für die Türme aus und cheate dir die Welle. Wie eine gute KI das macht. Ja, immerhin, wie gesagt, den Druck vom Schwein kriegt er jetzt erstmal nicht ab. Burg sieht wenigstens wieder hübsch aus. Uff, aber das tat sehr, sehr weh. Ah, eigentlich schon fast frech, dass er das überlebt hat. Der... Oder die Feuerwerfer, muss man sagen. Der Durchbruch hier in der Seite, sehr pervers. Es ist schon ein Feuer. Es ist so schwierig bei Saladin, ne? Es wirkte jetzt wieder absolut OP mit dem Feuer. Aber wir hatten auch schon Kämpfe, in denen irgendwie keine einzige Flamme zu sehen war. Es ist einfach schwierig mit den Feuerwerfern, das zu balancen. Wobei ich insgesamt glaube, ist das inzwischen bei Saladin ein sehr gutes Maß, was eigentlich in den wenigsten Fällen wirklich ein krasses Problem ist. Und gerade das Schwein sollte trotzdem gutes Killpotenzial auf Saladin haben, haben wir schon oft genug gesehen. Aber ja, schauen wir mal. Nächster Angriff vom Bär wird nicht schwächer als der letzte werden, auf jeden Fall. Braucht hier gerade aber auf jeden Fall gut sein Gold auf, trotzdem. Vielleicht hat sich der Angriff der Emira da doch bemerkbar gemacht. Schwein bei 470 Truppen, rückt jetzt aus zum nächsten Angriff. Und ich glaube, ich habe gelogen. Geht doch auf Saladin. Uff. Also, Saladin kriegt hier wirklich gefühlt 100% der Angriffe ab. Jetzt büßt er hier wieder alle Türme ein, der arme Knabe. Hat auch wieder, wie gesagt, dieselbe Burg wie beim letzten Mal gewählt. Hier die drei Türme komplett entblößt. Gegen andere KIs, wie zum Beispiel den Bären, sind die super stark. Ist die Burg super stark mit den ganzen frontalen Mangen. Aber gegen so ein Schwein, ja, das tut natürlich sehr, sehr weh dann. So, wieder Durchbruch fürs Schweinchen. Saladin kriegt es aber ganz solide abgewehrt. Verbrennt wieder ein paar eigene Truppen. Immerhin ein Turm steht noch. So, sticht der Bär wieder hinterher? Nö, sieht nicht danach aus. Wir schalten mal wieder nach oben. Emira, auch keine großartigen Goldreserven. Lebt auch am Limit. Alle leben sie hier irgendwie am Limit. Also, gerade das Schwein, das wundert mich. Da hatten wir schon Kämpfe, wo das so unendliche Massen angesammelt hat. Und trotzdem eine Armee nach der anderen rausgeschallert hat. Aber irgendwie in den letzten beiden Kämpfen sollte es nicht sein. So, Bärchen, 500 Truppen. Mehr Truppen als Saladin, das sieht man wirklich selten. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also er gibt sich wirklich viel Mühe, hier Emira die Konterchancen zu bieten. Rückt auf Saladin aus, während, ja, Emira ebenfalls zum Angriff übergeht. Eine Nachricht von Bär fühlt sich auch bedroht und zieht sich zurück. Saladin bedankt sich. Saladin bedankt sich auf jeden Fall, dass er hier den Druck nicht abbekommt. Aber auch schlau vom Bären, dass er jetzt... Oh, wo ist denn hier der Durchbruch? Hier an der Seite ist der Durchbruch, okay. Emira kommt jetzt hier im langen blauen Strahl rein. Bär sammelt sich beim Schwein, warum? Jetzt mit den super lahmarschigen Schwertkämpfern hinterher. Da sind selbst die Arabischen schneller. Es ist ein ordentlicher Blob, den Emira hier hat, aber reicht das schon? Schwierig zu sagen. Nee, Bär aber angekratzt. Hat hier bestimmt ein Drittel Leben verloren. Hat aber hier seinen Heiler am Start. Seine ganze Armee jetzt natürlich noch auf der hohen Kante. Wie viele Truppen hat er noch? Obwohl, jo, der hat hier auch 140 Einheiten eingebüßt. Emira wieder... wäre die Emira ein bisschen später tatsächlich ausgerückt. Hätte das wahnsinnig gefährlich sein können. Saladin haut jetzt sofort nochmal drauf. Vielleicht nicht verkehrt, hier wirklich den Bären weiter zu bedrängen. Ah, schießt hier ein bisschen viel auf den Keep für meinen Geschmack, die Horse Archer. Obwohl die auch noch dicke nicht vollzeitig sind. Da wird er noch einen Angriff brauchen. Halten die sich hier schon ganz gut. Und haben auch hier die Armbrustschützen schon gut bekümmert, obwohl sie so viel auf den Keep geschossen haben. Stellenweise. Auch Saladin kann sich jetzt hier schon richtig festbeißen. Die Katapulte donnern richtig saftig drauf. Die ganze Front hier zersägt. Hat jetzt hier auch den Durchbruch, sogar an der Front. Natürlich nur, weil Emira hier aufgebuddelt hat. Es wird natürlich nichts, gar nichts hier. Aber, ja. Hat nochmal hinterhergeschlagen. Bär weiter, ja, das Goldpolster gedrained. Da kommt nicht mehr richtig was. Und ich glaube auch, das Schwein braucht noch ein bisschen für den nächsten Angriff. Ja, die Gelegenheit nutzen wir natürlich für den nächsten Zeitraffer.
So, Bärchen traut sich nochmal, hat dann doch wieder Saladin überholt mit den Truppen. Wirklich erstaunlich, wobei Saladin jetzt gerade ganz frisch wieder, ja, knapp vorne sein dürfte. Eröffnet ein ordentliches Bombardement. Hier feuern wieder einige Tribocke, ein Turm eingerissen. Und kommt jetzt mit der ganzen Nahkampfpower und das Schwein hintendrein. Kriegt irgendwie nur zwei Bockys aufgebaut. Aber das könnte jetzt für Saladin sehr, 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 sehr gefährlich sein. Emira hält die Füße still. Die hat gerade keine Lust auf den Konter. Wie viele Truppen hat die? 430. Keine Ahnung, wann die ausrückt. Saladin wird hier komplett umschlossen, die Schwertkämpfer. Und Schwein kommt hinterher. Oh, Schwein schwenkt um auf Emira. Was für ein Riesenfehler. Schweinchen. Ja, da sehen wir die Gold-Target-Choice. Auf einmal macht es doch gar keinen Sinn mehr, nachdem es so lange so OP wirkte. Emira geht in Knubbelkampf über. Gegen die minus 5 Angstfaktor Kolbis ist das, glaube ich, eine sehr eindeutige Sache. Die werden komplett aus dem Leben gefräst. Hier, Bärchen an der Seite wieder durch. Nimmt auch einige Truppen von Saladin mit, aber es reicht insgesamt nicht. Jetzt hat das Schwein sich hier doch mal ganz gut geknubbelt. So, wir haben uns natürlich gemerkt, 430 Truppen. Doch, okay. Emira, 60 Einheiten eingebüßt. Werden auch Verteidiger dabei gewesen sein, hier bei dem Turm zum Beispiel. Oder hier. Ja, okay, vielleicht nicht so schmerzhaft. Vielleicht so 30 Angreifstruppen, die sie hier verloren hat. Dafür das Schwein, ja, 4000 Gold. Oh, hätte das Schwein hier auf Saladin mit umgeschaltet. Das hätte sehr gut sein Untergang sein können. Beziehungsweise er hat seine ganze Armee zu Hause. Wahrscheinlich noch nicht mal. Aber die Kolbis einfach mit ihrem hohen Lauftempo gut gegen die Feuerwerfer. Weil sie, ja, gefährliche Passagen einfach umgehen. Aber guckt mal, wie viele das jetzt hier gerade schon wieder werden. Überall zwei Feuerwerfer auf einmal drauf. Manchmal sind hier gar keine zu sehen. Ich weiß noch nicht, wo der hier herkommt. Also den Spot gibt es schon mal gar nicht in echt. Aber, naja. So, Emira, nächster Angriff. Dieses Mal sehr schlechtes Timing. Bär ist schon wieder ordentlich am Rekrutieren. Und gegen die Burg wird sie hier kaum was machen können. Knabbert überall ordentlich. Obwohl, inzwischen hat sie einfach natürlich selber viele Einheiten. Da kann die sich ja auch mal ein bisschen stacken. Und ist jetzt tatsächlich hier hinten am Torhaus. Hat hier sogar den Durchbruch. Okay. Reicht dicke nicht, um irgendwas zu machen. Aber nicht schlecht, dass sie hier reingekommen ist. Die Feuerballisten schießen auch gut drauf, wie das aussieht. Vielleicht, wenn Saladin jetzt hinterher schlägt. Ja, das tut er. So, sind das jetzt hier schon alle Horse Archer? Es sind auf jeden Fall einige. Ja, könnte sein, dass das alle sind. Finde ich immer schwierig abzuschätzen. So, er reitet auf jeden Fall los. Zwischens Schwein. Ah, das hat er eben schlauer gemacht. Dass der so schön hier außen rum geritten. Da kann er jetzt hier die überlegenen Massen viel, viel schlechter anbringen. Gerade hier der Doppelturm tut ordentlich weh. Er kriegt das überall ausgedünnt, aber eben überall nur ein bisschen. Das reicht in der Summe einfach nicht. Ah, super Scheißentscheidung hier zwischen das Schwein noch durchzurennen. Hier konnten die drei Türme mindestens noch drauf schießen. Plus die Mangen. Da wurden die Horse Archer noch ordentlich ausgedünnt. Gut, das hat wieder nichts gebracht. Das Schwein. Wie viele Truppen? Ah, ich glaube trotzdem Schwein und Bär greifen das nächste Mal an. Ja, wir setzen noch einen kurzen Speeder. Der Dicke startet die nächste Offensive. Geht auf Saladin. Ganz klassisch. Die Bocky-Kohorte. Oh, weh. Und Saladin rückt aus. Saladin macht den Bergfried frei, rennt durch die eigenen Flammen, geht in den Nahkampf mit den Kolbis, verheizt seine komplette Armee. Lange. Das Schwein rammelt überall ordentlich drauf los. Dem Torhaus geht's noch wunderbar. Oh, wo sind denn die hier reingekommen? Hä? Hier sind sie reingekommen. Jawohl, da stürmen sie auf den Keep. Das war's. Okay. Guckt euch den Matschhaufen an. Oh. Ich ergebe mich eurer Gnade. Naja, gut. Eine Nachricht vom Schwein. Ja, was sind diese Lecks hier auf einmal? Wird überleben. Ja, gut.
Also das war wirklich die eine der krassesten Dude-Gräfin, die man sich eigentlich leisten kann. Da hat Saladin anscheinend noch das Torhaus sogar aufgemacht, denn auf einmal waren die Kolbis auf der Mauer drauf. Also, ja. Gut, klar, das Tor ist aufgemacht, um halt auszurücken, aber wenn die KI sich beim Angriff so aktiv quasi entscheidet, das Tor zu öffnen, dann könnte ja auch immer feindliche Einheiten hochlaufen. Das war anscheinend der Fall. Schwein kam easy rein, hat dann auch den Turm an der Seite hier eingerissen und ja, wäre auch so reingekommen. Aber ja, vielleicht ganz schön, dass hier die europäischen KIs noch den Ausgleich schaffen können. Emira wird alleine jetzt natürlich nicht den Hauch einer Chance haben. Rückt jetzt auch aus zum Angriff. Also auch sie macht jetzt hier so ein bisschen den Keep frei, würde ich vermuten. Bär hat 600 Truppen. Selbst wenn der jetzt ausrückt, glaube ich nicht, dass sie hier in Konter wird landen können, weil das dann einfach ein Ackermatch wird. Und hier sind gerade keine Strukturen, die irgendwie besonders angeknackst wären. Den beiden Torhäusern geht's wunderprächtig. Und daher, ja. Versteuert jetzt einfach ihre Einheiten. Der Kampf geht auch lange genug. Trotzdem, insgesamt krass, wie ausgeglichen das war. Die arabischen KIs, das erste Spiel sehr eindeutig gewonnen. Und das Rückspiel jetzt sehr glücklich, dass das Schwein diesen Konter auf Saladin landen konnte. Also, ja, da hätte ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet. Aber gut, Saladin ist halt wirklich einfach komplett beiseite gesteppt. Und ja, das Schwein nimmt natürlich dankend an und kann die Bilanz wieder ein wenig bereinigen. So, wir schalten jetzt hier mal ordentlich nach oben. Der nächste Angriff vom Bären wird die Emira auf jeden Fall hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Gegen so eine stumpfe Armee von Bären hat sie einfach keine Chance. Die Bogenschützen machen überhaupt nichts. Sie hat keine Mang, kein Feuer, keine Massenvernichtungswaffe, könnte man sagen. Um mit dieser ganzen Panzermasse zurechtzukommen. Ich glaube, Bär wartet gerade aufs Schweinchen, solange wie der sich hier zurückhält. Und ja, die europäischen Schwertis machen halt absolutes Hackfleisch aus den arabischen und auch den Pikinieren. Krass, jetzt schon 700 Truppen. Okay, der wartet auf jeden Fall gerade aufs Schwein. Das kann ja nicht sein, dass der hier so viele Truppen schon ansammelt mit seinem behäbigen Rekrutierungstempo. Da kommt das Schwein ja fast vorher wieder raus. Ja, so, jetzt rückt er aus. Okay, sehr schön, danke. Emira. Gut, hat auch wieder 350 Truppen. Aber ich glaube nicht, dass sie das hier getankt bekommt. Das ist einfach, das ist einfach zu krass. Oh, jetzt ist hier auch schon der Durchbruch. Okay. Die Schwertis können jetzt hier schön gestackt nach vorne durchlaufen und alles wegschnetzeln, was sich ihnen in den Wege stellt. Ja, so, das war jetzt hier wirklich sehr, sehr eindeutig. Aber gut, wie gesagt, sehr schön. Ein 1:1 ist ja eigentlich immer am nettesten. Und die arabische Front hat im Rückspiel auf jeden Fall einen besseren Kampf geliefert als die europäische im Hinspiel, könnte man sagen. Ja, da wird die Mira mit sehr männlichem Sterbensschrei dahin geschlachtet. Ich akzeptiere dieses Schicksal. Aber ich bitte euch, verschont mein Volk. Da kriegen wir auch noch die Siegesbotschaft vom Bär rein. Der Jäger seine Beute. Sehr gut. Was glaubt ihr? Welche Rolle ist euch in dieser Geschichte zugedacht? Ja, das ist hier die Frage. Sehr schön. Wir haben ein 1 gegen 1. War jetzt im Rückspiel auch wieder ein saftiger Kampf, muss man sagen. 1240. Knapp. Und ja, wir schauen mal die Zahlen rein. Okay, jo. Also Saladin gefällt mir von den Goldwerten inzwischen hier wirklich immer sehr, sehr gut. Obwohl der hier 7 Jahre schon im Vorfeld umgebracht wurde, deutlich mehr Gold als der Bär nochmal gemacht. Und ja, auch natürlich hübsch getankt, aber trotzdem auch hier der Bär wieder die meisten getöteten feindlichen Truppen. Er hat richtig reingekesselt. Und hier zerstörte Gebäude. Auch da Bär wieder ganz weit vorne. Schwein knapp dahinter. Oh, Emira auch nicht schlecht. Saladin hingegen, ass. Der hat ja die Horse Archer zum Raiden und ein paar Speerkämpfer. Da passiert nicht wirklich was. Also, ja. So, Saladin erstellte Truppen. Da auch wieder vorne. Dieses Mal Schwein sehr eng dran. Aber ja, insgesamt ein sehr ausgeglichener Kampf. Wirklich sehr schön. Ich weiß schon, welchen Kampf ich als nächstes machen werde. Die Vorstellungsvideos, die letzten beiden, die jetzt noch anstehen, Emira und Inquisitor, die werde ich wahrscheinlich erst nach dem Wochenende zusammenbekommen. Das Wochenende ist bei mir sehr, sehr voll. Und ja, wahrscheinlich kriege ich das erst im Laufe der nächsten Woche hin. Aber ja, dann haben wir das auch endlich mal abgeschlossen. Und ich kann mich mal dem Konzept-Vorstellungsvideo meiner neuen Einheiten widmen.
Ja, also nächstes Programm steht auf jeden Fall schon. Und in dem Sinne hoffe ich, der KI-Kampf hat euch gefallen. Mir war es auch heute wieder ein inneres Blumenpflücken. Und bis zum nächsten Mal.